Guten Tag. Ich heiße Berit Künzelmann und möchte Ihnen unsere Erkenntnisse zur Ernährung des Fischotters im Erzgebirge und im Erzgebirgsvorland präsentieren. Wie in vielen Gebieten Mitteleuropas ist der Fischotter in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch aus dem Erzgebirge und Erzgebirgsvorland verschwunden. Dank dem Schutz des Fischotters und der schrittweisen Verbesserung der Wassergüte kehrte er in den letzten Jahrzehnten in die ursprünglich besiedelten Gebiete in Sachsen sowie in Tschechien zurück. Nach und nach kehrte der Fischotter auch ins Erzgebirge und das Erzgebirgsvorland zurück. Die Frage ist, ob die Habitate im Untersuchungsgebiet gut genug sind, damit der Fischotter langfristig überleben kann. Von entscheidender Bedeutung ist, neben weiteren Ansprüchen, auch das Nahrungsangebot. Darum wurde die Zusammensetzung der Nahrung des Fischotters in der gesamten Region genauer betrachtet. Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Nordböhmen und dem südlichen Mittelsachsen und umfasst die Flusseinzugsgebiete, die aus der östlichen Hälfte des Erzgebirges fließen. Das Erzgebirge ist eine geomorphologische Einheit, die sich als Gebirgskette in einer Länge von über 130 Kilometer entlang der deutsch-tschechischen Grenze auf einer Höhe von 800 bis 1240 Meter über dem Meeresspiegel erstreckt. In nördlicher Richtung in Sachsen fällt der Gebirgskamm ganz allmählich ab, während in südöstlicher Richtung die Hänge steil sind und in das Brückser Becken übergehen. Das Brückser Becken ist eine tektonische Senke, die sehr stark durch den Tagebau und die damit im Zusammenhang stehende Industrie beeinflusst wurde. Infolge des Bergbaus wurde das ursprüngliche Flussnetz umgestaltet, die Fließgewässer wurden ausgebaut, begradigt und teilweise umgeleitet. Die Brücken, unter denen Losung ab dem Frühjahr 2019 für ein Jahr lang im Rahmen von 4 bis 5 Begehungen gesammelt wurden, sind auf der Karte mit schwarzen Punkten dargestellt. Im Detail wurden außerdem 6 Standorte auf der tschechischen Seite betrachtet, die unterschiedliche Habitattypen dieser Region repräsentieren. 2 Fließgewässer im Erzgebirge, der Oberlauf der Bila bzw. Bilina und der Komitau, Somutowka, sind ausgeprägte Wildbäche. Die unteren Abschnitte dieser Fließgewässer fließen durch die industrielle und landwirtschaftlich geprägte Landschaft des Brückser Beckens und sind der Praxenregion zuzuordnen. Die Talsperre Presnitz ist ein künstlicher Wasserspeicher im Erzgebirge, der insbesondere für die Trinkwasserversorgung gebaut wurde. Der Restsee Milada repräsentiert die im Rahmen der Rekultivierung der Bergbaufolgelandschaft entstandenen neuen Wasserflächen. Ein weiterer Standort, an dem Fischotterkot für die Nahrungsanalyse gesammelt wurde, war die Elbe. Die Nahrungszusammensetzung von all diesen Standorten wurde hinsichtlich der saisonalen Veränderungen analysiert. Für die Nahrungsanalyse wurden insgesamt 4542 Losungen gesammelt und analysiert. Die räumliche Verteilung der Proben ist hier in der Tabelle dargestellt. Der gesammelte Kot wurde gelagert und im Labor untersucht. Jede einzelne Kotprobe wurde in Wasser eingeweicht und gereinigt. Der gereinigte Kot wurde nachfolgend mit einer makroskopischen Lupe untersucht. Die einzelnen Fischarten wurden anhand der typischen Knochen, insbesondere den Schädelknochen, unterschieden. Dentalknochen, Maxilla, Prämaxilla. Die Karpfenfische sind mithilfe der Schlundzähne unterschieden worden. Die Lachsfische wie Bachforelle, Regenbogenforelle, atlantischer Lachs und Bachsaiblinge wurden nicht bis auf Artebene bestimmt. Im Fall der nicht fischigen Beutetiere ist das Vorkommen anhand der charakteristischen Überreste bestimmt worden, wie der Panzer von Krebsen, Knochen von Amphibien, Knochen und Schuppen von Reptilien, Knochen und Federn von Vögeln und Knochen und Fell von Säugetieren. Diese Beute wurde ebenfalls bis zur Ebene der Ordnung bestimmt. Für jede Kotprobe ist die gesamte identifizierte Beute erfasst worden. Die Bestimmung der Größenkategorie der Beute wurde für die einzelnen Fischarten mithilfe einer Referenzsammlung von Knochen durchgeführt. In der Nahrung des Fischotters im Untersuchungsgebiet konnten 36 Beutearten, davon 30 Fischarten, identifiziert werden. Neben Fischen wurden auch Frösche, Krebse, Vögel, Säugetiere, Insekten und Reptilien gefressen. In beiden Ländern konnten viele verschiedene Beutearten erfasst werden, wobei aber die Anteile unterschiedlich sind. Der Grund dafür ist, dass sich die Lebensräume unterscheiden und somit auch das Nahrungsangebot diesseits und jenseits der Grenze. Der Unterschied liegt in der Geomorphologie der Gebiete, aber auch in den anthropogenen Einflüssen.
Die Gebirgsbäche der Forellenregion gehen auf der sächsischen Seite allmählich in die Echenregion und anschließend in die überwiegend land- und flusswirtschaftlich genutzte Barbenregion über. Auf der tschechischen Seite gehen die Flüsse der Forellenregion plötzlich in eine durch Braunkohletagebau und stark industriell geprägte Landschaft über. Die Fließgewässer im nordböhmischen Becken entsprechen neben den künstlich angelegten Kanälen der Braxenregion. Hier entstand infolge des Bergbaus sowie der darauf folgenden Rekultivierung eine neue Landschaft mit kleinen Nassgebieten, Tümpeln, Senken, Pfützen, Wasserspeichern und Restseen. In der folgenden Analyse wurde der Versuch unternommen, die Fische in Gruppen nach ihrer Herkunft aufzuteilen. Die rote Gruppe entspricht den heimischen Fischarten, die sich durch Besatz in den Fließgewässern erhalten können. Die blaue Gruppe umfasst gebietsfremde Fischarten. In der grünen Gruppe sind alle Arten zusammengefasst, die heimisch sind und sich durch natürliche Vermehrung in den Fließgewässern aufhalten. Beim Vergleich der festgelegten Fischgruppen konnte zwischen beiden Ländern ein statistisch signifikanter Unterschied festgestellt werden. Die wichtigste Erkenntnis ist die Tatsache, dass die Populationen der Fischarten, die nicht im Interesse der Fischerei liegen, auf der sächsischen Seite vermutlich in einem besseren Zustand sind. Der Unterschied in der Nahrungszusammensetzung des Fischotters war ebenfalls signifikant. Auf tschechischem Gebiet ist der Zustand der Populationen der kleinen Fischarten in den Fließgewässern alarmierend. Es fehlten Kroppe, Elritze, Bachschmerle und in den Unterläufen Grundling, Ukelei sowie Schneider. Der Grund liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem starken Ausbau und der Zerschneidung des Gewässernetzes sowie die durch den Braunkohlebergbau und die Schwerindustrie in der Region verursachten Verunreinigungen der Fließgewässer. Auch die sauren Regen in den 1970er Jahren trugen zur Zerstörung des Fischbesatzes in den Gebirgsabschnitten der Fließgewässer bei. Obwohl sich die Gewässerqualität gegenwärtig verbessert, haben diese gebietsheimischen Arten aufgrund ihrer Isolation keine Möglichkeit mehr, auf dem natürlichen Wege in die Fließgewässer zurückzukehren. Im Folgenden sollen nun auf die einzelnen Fischarten näher eingegangen werden. Da viele Gebirgsbäche und Wasserläufe im Vorland betrachtet wurden, gehören zu den am meisten in der Beute festgestellten Fischarten in diesem Lebensraum die Lachsfische. Die Lachsfische wurden nicht bis auf Artebene bestimmt. Somit umfasst die Gruppe Bachforelle, Regenbogenforelle und lokal auch den Bachsaibling. In der Nahrung des Fischotters kommen die Lachsfische auf beiden Seiten der Grenze an den oberen und unteren Abschnitten der Fließgewässer flächendeckend vor. Hier sei noch zu erwähnen, dass die europäische Esche in keiner der Proben vorkam. Auf der tschechischen Seite kommt die Esche wahrscheinlich nicht vor, denn dafür sind die Fließgewässer in einem zu schlechten Zustand. Die Eschenregion fehlt hier. Die Fließgewässer auf der sächsischen Seite des Gebirges weisen aber eine ausgeprägte Eschenregion auf. Doch auch laut den Daten des sächsischen Fischatlas fehlt die Esche hier. Die Ursache dafür liegt vermutlich darin, dass die Esche eine pelagische Fischart ist, die durch den Fischotter nur schwer erbeutet werden kann. Insbesondere dort, wo für den Fischotter auch andere leichter verfügbare Beute vorhanden ist. Das Vorkommen der Groppe und der Elritze war auf der sächsischen Seite höher. In Tschechien kamen die Arten nur in den nach Deutschland abfließenden Gewässern vor, wie der Presnitz, der Natschung, der Schweinitz und dem Eulerbach. Die Bachschmerle und der Gründling, kleine Fischarten der mittleren und unteren Abschnitte der Fließgewässer, kommen nur an einzelnen Fließgewässern vor, wobei sie auf der tschechischen Seite seltener sind. Eine relativ häufige Art in der Nahrung des Fischotters war die Karausche. Es konnte aber nicht ermittelt werden, ob es sich um die heimische Art Carassius carassius oder den invasiven Giebel Carassius vibelio handelt. Karpfen und das Rotauge sind Beispiele von Fischarten, die in der Nahrung des Fischotters überwiegend auf tschechischer Seite festgestellt werden konnten. In den Braunkohlebecken befinden sich viele stehende Gewässer wie Teiche oder verschiedene Senken, Tümpel und Rekultivierungsbecken, also die für diese Fischarten geeigneten Lebensräume. Von der nicht fischigen Beute ist insbesondere das Vorkommen der Frösche und der Krebse in der Nahrung des Fischotters bedeutend. Die am häufigsten festgestellte Beute auf der tschechischen Seite waren die Frösche, die hier flächendeckend vorkommen. In Sachsen ist das Vorkommen mehr vereinzelt. Das höhere Vorkommen der Amphibien auf der tschechischen Seite kann mit der neuen Landschaft zusammenhängen, die hier im Zusammenhang mit dem Braunkohlebergbau entsteht.
Das Vorkommen des Krebses in der Nahrung des Fischotters ist im Grunde lokal begrenzt. Auf der tschechischen Seite kommt er im Einzugsgebiet der Präsnitz, dem Oberlauf der Kometau, des Schwarzwassers, des Eulerbaches und des unteren Teils der Wieler und ihrer Zuflüsse vor. Im sächsischen Teil beschränkt sich das Vorkommen auf dem östlichen Teil im Einzugsgebiet der Gottleuber, der Müglitz und der Bobritsch. Aus Sicht des Naturschutzes muss das Vorkommen von 5 gebietsfremden Fischarten in der Nahrung des Fischotters erwähnt werden. Stichling, Blaubandwerfling, Sonnenbarsch, Katzenwels und Schwarzmundgrundel. Die Funde der letztgenannten Fischart, der Schwarzmundgrundel, an einigen Nebenflüssen der Elbe war ein Anstoß, auch weitere Kotproben entlang der Elbe zu untersuchen. Die Kotproben wurden im Abschnitt zwischen Děčín und Rendsburg gesammelt. Der Grund dafür war, dass eine Studie zur Nahrung des Fischortes hier bereits 2012 durchgeführt wurde. Somit konnte die Zusammensetzung der Nahrung zwischen den Jahren 2012 und 2020 verglichen werden. Wie aus dem Diagramm entnommen werden kann, war der Unterschied in der Zusammensetzung der Nahrung signifikant. Im Jahr 2012 kam die Schwarzmundgrundel in der Nahrung des Fischotters nicht vor. 2020 entfallen auf diese Art 80% seiner Beute. Die Schwarzmundgrundel ist eine Art, die im Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres, des Kaspischen Meeres und des Asowschen Meeres beheimatet ist. Durch den Schiffsverkehr verbreitet sie sich sehr rasch entlang der europäischen Flüsse. In der Elbe wurde die Schwarzmundgrundel zum ersten Mal in Hamburg im Jahre 2008 festgestellt. Die erste Nachricht über das Vorkommen dieser Art in der Elbe in der Tschechischen Republik ist von 2015, wo die Art in der Nähe des Hafens von Aussig gefunden wurde. In Sachsen wurde die Art dann ein Jahr später bei Schmilka festgestellt. Die folgende explosionsartige Vergrößerung der Population der Schwarzmundgrundel in der Elbe wird durch ichthyologische Untersuchungen der örtlichen Fischer, der Akademie der Wissenschaften sowie der Südböhmischen Universität belegt. Der Fischotter jagt oft Fische, die sich an der Sohle zwischen den Steinen aufhalten. Hier sucht er seine Beute mit Hilfe seiner Tasthaare und der Pfoten. Die Schwarzmundgrundel hält sich am meisten in den Steinaufschüttungen der Uferbereiche auf. Somit kann der Fischotter sie dort leicht finden. Im Folgenden werden die 6 ausgewählten Standorte näher betrachtet. Wie bereits erwähnt, wurden Vorkommensorte des Fischotters in unterschiedlichen Lebensräumen, also mit unterschiedlichem Nahrungsangebot, ausgewählt. Entsprechend fallen ja auch die Ergebnisse aus. Die Anteile der einzelnen Beutearten unterscheiden sich. Die Zusammensetzung der Nahrung an den Standorten im Tal am Unterlauf der Bibina und der Kometau sowie dem Rest Semilada war weniger vielfältig gegenüber den Standorten im Gebirge am Oberlauf der Wila und der Kometau sowie der Talsperre Presnitz. An allen 3 Standorten im Erzgebirge entfiel der höchste Anteil in der Nahrung auf die Lachsfische. Im Tiefland am Unterlauf der Wila waren Grundlinge und im Rest Semilada Flussbarsche die häufigsten Bestandteile in der Nahrung. Am Unterlauf der Kometau war die Zusammensetzung der Nahrung eher ausgeglichen. Hier überwog keine Fischart in der Nahrung. Der Gesamtanteil von Fischen und nicht-fischiger Beute war zwischen den einzelnen Standorten sehr unterschiedlich. Die Nicht-Fischbeute betrug am Unterlauf der Wila bis zu 11% und in der Talsperre Presnitz bis zu 51%. Einen bedeutenden Anteil an der Nahrung hatten hier Krebse und Amphibien. Amphibien kamen in der Nahrung des Fischotters an 6 Standorten vor, doch ihr Anteil schwankte zwischen 3% und 30%. Zu ähnlichen Anteilen konnten auch Krebse in der Nahrung des Fischotters festgestellt werden, wobei an 3 Standorten gar keiner oder maximal ein Krebs in den Losungen vorkam. Die Zusammensetzung der Nahrung des Fischotters veränderte sich im Laufe des Jahres. An allen Standorten machten im Winter den höchsten Anteil in der Nahrung die Fische aus. Eine Ausnahme bildet hierbei die Talsperre Presnitz, aber an diesem Standort konnte im Winter auch nur eine sehr kleine Kotprobe gesammelt werden. Saisonal bedingte Schwankungen in der Nahrung des Fischotters gibt es vor allem bei den Amphibien. Am meisten kamen sie in der Nahrung im Frühling vor, gefolgt durch den Sommer. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fischotter an der Talsperre Presnitz insbesondere in den Buchten am Ufer sowie im Bereich der Zuflüsse auf Jagd geht. Dem entspricht auch die Zusammensetzung der Nahrung, in der Lachsfische, Frösche und Krebse überwiegen.
Vertreten sind mit Erritze und Gründling aber auch Fischarten, die eher in den Zuflüssen der Talsperre Bresnitz als im eigentlichen Wasserspeicher vorkommen. Die oberen Abschnitte der Kometau und der Bieler sind ausgesprochene Gebirgsbäche und gehören somit der Forellenregion an. Den Hauptbestandteil der Nahrung an beiden Fließgewässern bildeten Lachsfische und Amphibien. In der Bieler kamen auch Krebse hinzu. Aus den Nahrungsanalysen ergibt sich, dass mit Ausnahme der Lachsfische in diesen Fließgewässern keine natürlichen Fischgesellschaften mit den für diese Fischregion typischen Arten vorkommen. Im Kot des Fischotters wurden weder Reste der Groppe noch der Erritze gefunden. Nur Überreste eines Gründlings und einer Bachschmerle. Wie bereits erwähnt, deuteten bereits die Ergebnisse der Proben von weiteren Fließgewässern auf der tschechischen Seite des Erzgebirges auf das Fehlen von kleinen Fischarten in den Gebirgsflüssen hin. Die in der Nahrung festgestellten Arten wie Karpfen, Karausche, Rotauge und Flussbarsch entstammen aus den Stillgewässern, die an diesen Fließgewässern liegen. Eine hohe Anzahl unterschiedlicher Fischarten konnte an den Unterläufen der Kometau sowie der Bieler festgestellt werden. Inwiefern aber diese Fließgewässer durch den Fischer in Anspruch genommen werden und ob die Beute direkt aus diesen Flüssen stammt oder ob er diese beiden Fließgewässer nur als einen Korridor zwischen anderen Nahrungsquellen wie den umliegenden Stillgewässern nutzt, kann nur sehr schwer eingeschätzt werden. Beide Fließgewässer sind in diesem Abschnitt stark ausgebaut und auch immer noch stark verunreinigt. In dem neu geschaffenen Restsee Milada werden gezielt insbesondere Raubfische ausgesetzt, die die Populationen der sich mit Zooventos ernährenden Arten kontrollieren und somit eine hohe Wassergüte im See aufrechterhalten sollen. Sehr stark überwiegte in der Nahrung des Fischotters der Flussbarsch, der hier ebenfalls ausgesetzt wird und eine zahlenmäßig starke Population bildet, die im Unterschied zu den anderen Karpfenfischen im See stark an benthische Habitate gebunden ist. Auch die durchschnittliche Größe der Flussbarsche entspricht hier den Vorlieben des Fischotters. Durch die Karpfenfische werden eher die pelagischen Bereiche des Sees in Anspruch genommen und sie sind somit für den Fischotter, der insbesondere in ufernahen Bereichen jagt, schwieriger zu erbeuten. In den ufernahen Bereichen hält sich auch die Schleie auf, die ebenfalls eine beliebte Beute des Fischotters im Restsee Milada ist. Auch der steile Anstieg der Population des gebietsfremden Kamberkrebses und seine einfache Verfügbarkeit in den ufernahen Bereichen spiegelt sich in der Zusammensetzung der Nahrung wider. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Beute auch zukünftig einen zunehmend höheren Anteil an der Beute einnehmen wird. Der Fischotter hilft somit, die Anzahl dieser gebietsfremden Arten zumindest teilweise zu regulieren. Im Detail wurde auch die Größe der Beute untersucht. Die meiste Beute an allen Standorten gehörte in die Größenkategorie von 5 bis 10 cm, gefolgt durch die Kategorie von 10 bis 15 cm. In der Kategorie von 40 bis 45 cm waren es nur zwei Welse vom Unterlauf der Bieler. Lachsfische konnten in der Größe von 30 bis 35 cm verzeichnet werden. Der Fischotter ist in der Lage, sich an seine Umwelt anzupassen. Seine Beute jagt er vor allem im Wasser. In seinem Lebensraum verhält es sich aber als ein Generalist und jagt alles, was im Wasser vorkommt. Dem entsprechen auch die Ergebnisse der Studie, sowie die Anzahl unterschiedlicher Beutearten, die identifiziert werden konnte. Allgemein ist die Zahl der verschiedenen benthischen Fischarten, die sich in Schlupflöchern zwischen den Steinen verstecken, in der Nahrung des Fischotters höher. Der Fischotter jagt nämlich nicht mit seinem Sehvermögen, sondern tastet nach seiner Beute im Flachwasser, an der Gewässersohle oder am Ufer. Somit kann zum Beispiel das Fehlen der Esche in der Nahrung des Fischotters in dieser Studie erklärt werden. Die Esche lebt im Pelagial und flüchtet sich ins Freiwasser. Zuletzt noch ein Hinweis zu Schäden an gewerblich genutzten Fischarten, insbesondere der Lachsfische. Wie sich aus den Daten ergibt, ist der Anteil an den kommerziell genutzten Fischarten, die gefressen werden, wesentlich geringer, wenn in der Umwelt gesunde und selbsttragende Populationen von kleinen Fischarten, Amphibien und Krebsen vorkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.